Hallo, hier ist Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion mit dem Filmtipp der Woche. Diesmal Zero Theorem von Terry Gilliam. Terry Gilliam, das ist bekannt, Ex-Mitglied von Monty Python, ein hervorragender Avantgardist, manche auch sagen, dass er ein köstlicher Spinner ist. Ich persönlich habe ihn am Set besucht und habe mich mit ihm beim Interview blendend amüsiert. Sein neuer Film, ja, das ist eine Art Update von Gilliams früheren Filmen Brazil und 12 Monkeys. Die Handlung ist in einem dystopischen London angesiedelt. Dystopie, das weiß man, Anti-Utopien, die Zivilisation liegt in Scherben. Und in dieser Welt lebt das Computergenie Phuon Leet. Er haust in einer schon etwas abgebrannt aussehenden alten Kirche und wartet den ganzen Tag auf einen Anruf, der nie kommt. Dann erhält er den Auftrag, das geheimnisvolle Zero Theorem zu lösen. Dabei handelt es sich um eine mathematische Formel, die den Sinn des Lebens erklären soll. Doch es gibt auch das anonyme Management, das ist eine Art Big Brother, dargestellt von Matt Damon, übrigens eine Nebenrolle. Und dieses Management ist permanent bemüht, Phuon Leets Nachforschungen zu sabotieren. Am Ende führt das alles in ein Wurmloch, wie auch immer das zusammenhängen mag. Und das sieht allerdings dann etwas anders aus als in dem anderen bekannten Wurmloch-Film. Ja nun, es ist ein super Film, aber er wird nur denjenigen gefallen, die mit dem schrägen Humor von Terry Gilliam etwas anfangen können. Es ist ein Spiel mit Fantasie, es ist auch eine Sinnsuche, es geht um Obsessionen und Christoph Waltz spielt diesen Phuon Leet wirklich begnadet gut. Im Moment ist Waltz ja auch im Gespräch für die Bösewichtrolle im nächsten Bond-Film. Ich persönlich nehme mal an, dass es sich um den Blofeld handelt. Ja, wie gesagt, Monty Python-Fans, Terry Gilliam-Fans, rennt los, schaut euch Zero Theorem an, ihr werdet begeistert sein. Dann habe ich hier noch das neue Cinema, das möchte ich natürlich auch anpreisen, daran auch ein sehr spannender und lesenswerter Set-Visit beim neuen Exodus-Film von Ridley Scott. Viel Spaß im Kino. Und auch viel Vergnügen beim Cinema-Schmökern. Das war Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion.